Willkommen zurück, liebe Freunde. Das war eine sehr kurze Pause. Und ja. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Let's Play FK, bei Let's Play Minecraft mit Quecksilber. Das bin ich. Und es geht weiter. Meine Güte, sind da hinten viele Kakteen. Ich glaube, die holt sich ab. Schade ja nicht, wa? Kann man ja wieder neu aufbauen. Ah ja, richtig. Hier war irgendwie so ein Abhang. Und hier muss ich auch, hier sind auch so Höhlen, die ich mal erkunden muss irgendwie. Da kann man schön böse reinfallen. Nicht gut. Und, Lava. Lava. Ist eigentlich gut, um Obsidian zu machen, ja. Und natürlich auch, um Öfchen zu heizen. Da ist doch tatsächlich diese olle Spinne auf den Kaktus gestiegen. Im letzten Video. Irgendwie doof. Irgendwie doof. Guti. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay. Dass Einbrüche sind, dass da drunter irgendein Hohlraum ist? Wäre irgendwie naheliegend. Weil sonst wäre das Wasser irgendwie anders gespawnt, schätze ich mal. Aber ich habe hier schon so viele Fehler in Sachen Wasser gesehen. So. Richtung Nordost zum Spawnpunkt. Nächster Halt Blumeninsel. Richtung Nordost. So, Moment. Das ist Nord. Das ist Ost. Hä? Was war das gerade? Das ist Ost und das ist Nord. Dann ist das Nordost. Ungefähr. Und dann fahren wir da einfach mal hin. 25 Erfahrungspunkte habe ich schon bei mir. Und da werden wir ja sehen, was wir damit anfangen können. Sind hier im Prinzip zwei größere Inseln entfernt von der vom Spawnpunkt. Diese da. Diese da. Und, ach, sie mit dem schwebenden Block, ja. Und, wo müssen wir jetzt lang? Hier, ja, irgendwie so. Ja. Und diese kleinen hier, die zählen wir einfach nicht mit. Joa. Oder war das noch mehr? Das, da müsste sein. Ja, richtig, da sieht man schon das Portal. Ich mach mal die doofen Zahlen weg. Gut, und ja, Home Sweet Home. Wo will ich denn anlanden? Ich fahre mal in den kleinen, in den kleinen Naturhafen rein. Da, joa. Das ist hier mein Naturhafen, wie schön. Tralalalalala. So. Guti. Na, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, was ich an Wolle hier habe. Ist hier eigentlich noch was drin? Nö. Da ist natürlich nichts vernünftig gewachsen. Aber kann gleich mal eines machen. Und zwar kann ich gleich mal ein paar Kakteen pflanzen, die dann hier schon mal wachsen. Dann haben wir hier eine weitere Versorgung mit Kakteen. Dummkopf. Renn ich dagegen? Hier kann man keinen setzen, ne? Ne. Das jeit nicht.
Ja, ich nicht. So, mal schauen, ob die wachsen. Und dabei gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Werkzeuge, Werkstoffe, Essen, Drops, Naturzeuges. Da haben wir Wolle. Wunderbar. Schwarze Wolle haben wir am meisten. Und da ich mich entsinne, dass man beliebig umfärben kann, glaube ich, würde ich einfach mal probieren, was passiert, wenn ich... Moment. Drops und Naturzeuges. Da kommen jetzt erstmal einige Kakteen-Dinger rein. So, nehmen wir einfach mal die Hälfte. Das machen wir jetzt so. Hä? Moment, wieso kann ich denn da keinen Farbstoff draus machen? Muss ich die in den Ofen tun? Seit wann tut man Kakteen in den Ofen? Was kommt denn da raus? Ah, okay. Ist das mit 1.8 neu? Entdeckt man immer neue Sachen dran, immer neue Gemeinheiten. Tja. Gut, während das brutzelt, kann ich ja erstmal gucken, was ich an Leder habe. Was ich an Papier habe. Bücher habe ich irgendwie keine. So wirklich. Habe ich die vielleicht unten liegen? Nö. Oh. Habe ich aber schlecht vorgesorgt. Was sagen denn meine Mukus? Kann ich auch gleich mal vermehren. Immer noch ein paar Erfahrungspunkte. Oh, die war noch nicht reif. Hallo. Hä? Ah, toll, jetzt habe ich ein Feld Erde hier kaputt gemacht. Das ist natürlich doof. Aber auch nicht so schrecklich schlimm. Jo. Dann gibt's hier Rohmaterial für Papier. Na! Fällt das hier runter? Das geht ja gar nicht. So, liegt da unten jetzt noch irgendwas? Nö. Wird definiert als, da liegt nichts. Irgendwie sieht das aus, als wenn es auch schon wieder Abend wird. Kann das sein? Kann das eventuell sein? Das sieht so aus, ja. Das heißt, ich werde mich dann möglichst bald in ein Bettchen begeben. In mein Bettchen begeben, mein wunderschönen, mit meiner wunderschönen Let's Play FK-Bettwäsche. Ah, wie schön. Ja. Guti, dann erstmal gute Nacht. Und dann am nächsten Morgen guck ich mal, was ich hier so Schönes an Papier fabriziert bekomme und dann anderen Sachen irgendwie
finde ich, mangelt es so ein bisschen an Papier. Puh. Ich habe auch nur... Oh Mann, ich habe ja auch nur einen Lapislazuli. Oh nein. Dann kann ich ja gar nichts machen. Ey, Leute, was soll ich denn jetzt mit den Erfahrungspopeln machen? Wie soll ich denn die loswerden? Mann. Weil wenn ich hier rangehe, dann will der ja immer... Will der ja garantiert Dinger haben. Ein Lapislazuli, ein Erfahrungsstufen, will man so viele, wie man Erfahrungsstufen los wird. Ach du Schande. Das habe ich ja nicht bedacht. Dass ich zu wenig Lapislazuli. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Lapislazuli habe. Oh, 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 oh. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Hä? Moment, das wird mir jetzt zu bunt. Ich mach mal kurz eine Pause und bin gleich wieder da. Ach Leute. Bunte Schafe kann man neu färben, aber offenbar nicht bereits gefärbt Wolle. Was natürlich realistisch ist, aber für mich gerade irgendwie sehr doof. Aber, ich habe noch 7 weitere Wolle und werde es einfach mal probieren, 2-mal grüne Wolle zu produzieren und dann mal gucken, was das an Teppichdingern gibt. Wie sehen die aus? Ja, die gefallen mir. Also es gibt doppelt so viele, 3-mal so viele Teppiche, wie man Wolle gefärbt hat. Hä? Ach so. Neun Teppiche. Jo. Ach, da geht gar nicht. Fuck man dahin. Gut, damit haben wir das erstmal. Dann würde ich sagen, gehe ich mal rüber. Auf die Farminsel. Und werde da 1-2 Schafe grün färben. Damit ich nämlich nicht so einen ungeheuren Verbrauch an Farbstoff habe. Was im Endeffekt auch egal ist, weil Kakteen ja nachwachsen, aber ich will jetzt meinen Teppich in der Wohnung haben. Ich bin jetzt ungeduldig. So. Ist jetzt so. Na, das Tierchen noch da. Das, oh, die bunten Schafe. Ich finde die so süß. Tja, hätte ich da mal nicht den Lapislazuli verbraucht. Ach ja, ach ja, ach ja. Wieso habe ich hier eigentlich kein Tor drin? Sowas von doof. So. Schwarze Wolle haben wir mehr als genug. Also werde ich die schwarzen Schafe insbesondere umfärben. Und ja, natürlich. Ich kann ja nur einen Vorrat an Eiern mitnehmen. Was ich natürlich vermutlich wieder nicht mit habe, ist eine Schere. Ah, oh Mann, das zieht sich hier durch. Manchmal ist dann nur einfach nur doof. Ja, blaue Schafe will ich auf keinen Fall umfärben, weil die haben ja Lapislazuli gekostet und wenn ich die wieder haben will, dann... Ne.
Gelb ist einfach zu haben. Orange kriegt man auch einfach. So. Ich gehe erst mal gucken, ob ich jetzt hier drin mittlerweile eine Schere liegen habe. Natürlich nicht, aber ich habe endlich mal Eisen mit. Gut, dann kann ich mir eine basteln. Wunderbar. Und oh, ich habe schon wieder so viel. Ich habe schon wieder so viel, na? Ja. Genau im richtigen Moment. Kann man eigentlich doch mit Knochenmehl kann man doch auch weiß färben, oder? Was ich ein bisschen doof finde, dass man aus Gelb und Blau, weil ich das letzte Mal probiert habe, kein Grün herstellen konnte. Das wäre eigentlich irgendwie logisch, aber naja. Schöne, edle, blaue Wolle. So, jetzt sind die erstmal alle nackig. Und da ist schon wieder eins gedroppt. Da was. Ne, jetzt weiß ich nicht mehr, welches Schaf welche Farbe hat. Ah. Muss ich erstmal warten. Das da ist lila. Das ist so schön. So, ne, gehen wir erstmal auf das Bettchen. Guti. Guti, 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 guti. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Habt ihr auch so wunderbar geschlafen? So toll und so, ja, entspannend und alles? Das ist aber schön. Das ist aber schön. Da freue ich mich für euch. Gut. Du bist jetzt auch grün. So. Und ach. Kann ja auch wieder Schafe züchten. Das ist ja die andere Variante. Dann spare ich mir ja auch noch mal Farbstoff. Wie viel habe ich denn jetzt inzwischen überhaupt? 9 Blöcke grüne Wolle habe ich schon wieder. 9 Blöcke grüne Wolle. Wolle, 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 Wolle. So, haben wir die gleich mal wieder nackig gemacht, die Schäfchen. Und ich, ja, ich hab volles Inventar mitgenommen. Das ist ein bisschen bescheuert, aber nun ja. Lieber erstmal weg. Ah, hier ist, oh, hier ist noch Lapislazuli. Den nehme ich gleich mal mit. Den kann ich nachher noch verbraten. Ey, ihr blöden Hühner, ihr! Ihr dämlichen Viecher. Ja, meine Güte, kommt schon da raus. So, dann können wir gleich mal hier einsammeln. Und dann haben wir auch das grüne Schäfchen. Das ist ja sehr perfekt getarnt hier. Jo, dann werden wir gleich mal ein paar Hühner abmurksen. Was noch mehr Erfahrungspunkte bringt, aber ja, ist ja mir auch egal. Dann werde ich mir wohl einen Amboss bauen müssen. Weil anders kriege ich die ja dann nicht los, die Schaumdinger. So.
Haben wir schon wieder gedroppte Wolle? Da haben wir schon wieder Wolle gedroppt, ja. Die Schafe immer rücksichtslos anrempeln. Gut. Gut, 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 gut. Irgendwo muss das kleine Schaf ja auch groß droppen, aber ich habe so das Gefühl, das wird noch ein Weilchen dauern. Gut. Aber. Mal gucken, ob irgendwo was. Gut. Die bestimmt noch irgendwo Eier, die rumliegen, die ich mitnehmen kann. Meine Hühnchenfarm aufstocken und aus den Eiern kann man ja auch so ein paar hübsche Sachen machen. Da habe ich mich allerdings noch nie drum gekümmert in diesem Spiel, was man mit Eiern sonst noch machen kann, außer Leute bewerfen und ja, Hühner züchten. Wunderbar. Lauter nackige Schäfchen schon wieder. Guti. So. Die Schere lassen wir jetzt mal hier. Und ich nehme einfach mal was an Wolle mit. Blaue Wolle schadet nicht. Wieder Wolle. Gelbe Wolle, immer ein bisschen was da. Grüne Wolle. Gut. Dann begebe ich mich mal wieder hinüber. Das. Wieso habe ich denn da keinen Platz mehr frei? Ah, okay, okay, okay. Das machen wir so. Gut. Da habe ich nämlich wieder einen Platz frei. Im Inventar. Und zwar möchte ich das hier mitnehmen und ich möchte das hier mitnehmen. Ja. Guti. Na dann. Nichts wie zurück. Was fange ich bloß an mit der farbigen Wolle? Vor allem, was fange ich jetzt an mit den ganzen Erfahrungspopeln, die ich da habe, den nervigen Dingern? Na! Muss es weg. Guti. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Brauche irgendwas 11 Dinger rum oder so. Brauche ich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Joa. Und dann haben wir doch hier einen wunderschönen grünen Teppich drin. Supi. Und dann kann ich mich auch hieran begeben. Und verzaubern jetzt ein Buch oder verzaubern wir das Schwert direkt? Mal gucken, was drin ist. Irgendwie fehlt doch da ein Stück Lapis. Richtig, das ist der vierte. Das ist alles so wenig. Mann! Könnte mir den Allerwertesten beißen.
Mal wieder ein neues Schwert. Aus zwei alten. Und gucken wir mal, was hier rausspringt. Mehr als vier kriege ich sowieso nicht. Ah, doch. Gliederfüße habe ich ja. Moment. Ach, der zeigt die jetzt an. Wie cool ist das denn? Hä? Ich will aber kein blödes Gliederfüßer-Ding. Moment, muss ich da erst neue Dinger craften, oder damit ich da was erhalte? Ach, so Unsinn. Holz habe ich auch, ja. Was sagt er jetzt? Jetzt kann ich bis 14 gehen. Nenn mir das der Gliederfüßer. Interessiert mich auch extrem doll. Ich will aber diesen blöden Scheiß nicht. Mann! Wieso verändern die sich denn nicht mehr? Das sind ja immer dieselben. Jetzt bin ich langsam sauer. Nee, das muss ich nochmal nachlesen, weil das ist ja irgendwie Mist. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Da muss ich nochmal nachlesen. Das ist natürlich jetzt doof. Tut mir leid, geht leider nicht anders. Und es ist auch schon wieder Nacht. Ja. Ich sage, ich mache erstmal Schluss für heute und sage euch Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst einen Daumen hoch da. Und ja, dann können wir uns im nächsten Videopart wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play FK. Let's Play Minecraft mit Quecksilber. Bis dann. Ciao.